So sieht es aus, wenn Margit und Peter Niedergesäß zur Arbeit fahren. Naja, diesmal nur für unsere Dreharbeiten, denn in der Lackiererei in Cottbus gibt es so viel zu tun, dass ausgiebige Touren mit der auf einem Auflieger aufgebauten 13,6 Meter langen Holzhütte leider eine Seltenheit sind. Doch egal, wo die beiden mit ihrem rollenden Blockhaus auftauchen, lange Hälse und staunende Blicke sind ihnen sicher. Eigentlich wollte, besser sollte, Peter ja nur eine Sauna für den Garten bauen. Doch dann bekam er von einem Freund diesen Tieflader geschenkt. Und so wurde aus der Immobilie eine Mobilie. Gehen wir doch gleich mal hinein in die gute Stube und fragen Margit und Peter, welche Reaktion der Scania und das ungewöhnliche Blockhaus mit dem original Wireless Jeep im Carport immer wieder auslösen. Uns fragen manchmal Menschen, ob wir noch ein richtiges Zuhause haben. Das müssen wir dann natürlich bejahen. Aber es strahlt eine unwahrscheinliche Gemütlichkeit aus. Holz ist ein Naturprodukt und das spielt sich alles im Kopf ab. Also das ist einfach, man fühlt sich einfach wohl drin. Nicht? Es ist anders als in das hochmodernste Campmobil, wo man umgeben ist von Plastik und Furnier. Und das ist eigentlich der Ursprung vom Menschen, dass man sagt, es ist reines Holz, unbehandelt und man fühlt sich drin wohl. Es ist eine gewisse Gemütlichkeit da, eine Ruhe beim Fahren. Also man hetzt nicht wie ein PKW, Bremse, Gas. Man fährt eben doch genauso in den Geschwindigkeiten, wie die LKWs fahren, fährt man mit, ohne dass man jetzt irgendwo auf der Flucht ist. Nicht? Wenn wir überholt werden, dann werden wir eben überholt. Ganz einfach. Und viele LKWs, die hupen dann und zeigen dann eben, ey, total geil und einzigartig. Nicht? Und wenn man auf dem Rastplatz anhält, selbst die LKW-Fahrer haben wir immer den Kontakt da. Ich sehe jetzt LKW-Fahrer mit ganz anderen Augen. Wenn ich mit meinem Auto durch die Stadt fahre, dann lasse ich immer einen LKW vorfahren oder man sieht das mit anderen Augen und die sind wirklich die ganze Zeit auf den Straßen und ja, und dann freue ich mich auch, dass ich das auch mal zeigen kann. Die wollen ja dann auch mal, manche getrauen sich gar nicht reinzukommen und da könnt gerne mal gucken und ja. Das Wort Rolling Home ist nichts Neues, das gab es schon vor 100 Jahren. Aber dort wurden LKWs mit Brettern und Sandwich-Bauweise gemacht und so. Aber in der Art und Weise, wie das hier gebaut ist, ist es wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Mit auffälligen LKW hat sich die Firma Niedergesäß in der Showtruck-Szene einen Namen gemacht. Und das hat sich herumgesprochen. Viele Speditionen, wie zum Beispiel die Firma Lexus Logistik aus Dahlewitz in der Nähe von Berlin, sind Stammkunden bei Niedergesäß und lassen hier ihre Trucks mit einer Airbrush-Lackierung veredeln. So werden aus den Lastwagen rollende Visitenkarten. Diesmal ist Geschäftsführer Alexander Wute nach Cottbus gekommen. An dem Scania sollen die Spuren des Winters beseitigt werden. Kleine Lackschäden, die aber zu Lasten der Optik gehen. Über 15 Trucks hat die Firma Niedergesäß schon für das Unternehmen gemacht. Aber an diesem hier hängt der Chef ganz besonders. Naja, da muss man schon ein bisschen verrückt sein. Ne? So ein bisschen Diesel muss man im Blut haben und ist mein Baby, über die Jahre ist mein Baby geworden. Ne? Also der hat einen speziellen Lack, der hat eine spezielle Innenausstattung. Und damit bin ich das ganze Jahr in Europa unterwegs zu vielen Treffen. Und ja, der hat einen Wohnwagen hinten dran, den habe ich über anderthalb Jahre selber ausgebaut. Ein alter Blumentrailer aus Holland und meine Familie hat da Spaß dran, ich habe da Spaß dran. Und so wird man halt von Jahr verrückter und verrückter. Juniorchef Markus Niedergesäß ist den Spuren seines Vaters gefolgt und gilt in der Szene als regelrechter Lackkunstkünstler. Und wenn er von Kunst spricht, dann meint er es genau so. 2 Monate alleine für die handwerklichen Vorbereitungen, um die Grundlagen zu schaffen. Und dann natürlich das Kunstwerk, sprich die Airbrush-Lackierung selbst. Das ist schon Kunst, weil die Autos ja alle einzigartig sind. Es gibt das Auto nur einmal. Und den jeweiligen Kundenwunsch so umzusetzen, dass man legt ja sein Herzblut rein, man geht da drin auf und wenn das Auto dann fertig auf der Straße um die Ecke gefahren kommt, dann lacht das Herz. Alle aus der Familie haben sie ein Faible für die Kunst und für Lastwagen. Auch Maria Niedergesäß, die als Mediengestalterin viele Vorlagen für die LKW-Lackierungen herstellt. Was aber die wenigsten wissen, Maria hat sogar einen LKW-Führerschein und fährt die Lastwagen regelmäßig von der Lackiererei zu den Kunden. Woher aber kommt diese Leidenschaft? Das kommt so, dass der Vater
einen das so ein bisschen in die Wiege gelegt hat und man immer mitgezogen wurde, er seine Leidenschaft mit übertragen hat und dadurch hat man dieses Fieber mitbekommen, ne, automatisch und es ist einfach eine schöne Sache und ich bin sehr stolz auf meinen Vater, was er erreicht hat und deswegen lebe ich das gerne mit. Leben für den LKW und als Lackierer zeigen, was geht, auch wenn die Idee mit der rollenden Sauna schon wieder eine ganz andere Baustelle ist. Am Scania Hauber mit 460 PS und 14 Liter Reihen-Sechszylindermotor fasziniert Peter Niedergesäß ganz besonders die lange Nase. Diese Optik hat für ihn Kult, Klasse und Charakter. Ein Hauben-LKW ist relativ zeitlos. Selbst wenn jetzt Hersteller sich davon teilweise abgewandt haben durch die Längenbegrenzung, wird es immer wieder Hersteller oder Tunerfirmen geben im LKW-Bereich, die solche LKWs auf modernste Fahrgestelle umbauen. Das Gefühl des Fahrens ist anders, wenn sich das Auto bewegt. Im normalen LKW sitzt man ganz vorne in der Position, ich sag mal in der ersten Reihe, und wenn man eine Nase davor hat, ist das Federungsverhältnis ist anders. Man hat ein anderes Gefühl. Man sitzt geborgener, sag ich mal so. Und wenn Peter Niedergesäß mal so richtig entspannen will, dann dreht er gelegentlich sogar auf dem Dekra-Test-Oval in der Lausitz seine Runden. Es ist ja um die Ecke.